Leute sagen oft zu mir, Burak, ey, als Sozialarbeiter, da verdient man nicht so viel Geld, oder? Warum machst denn du das eigentlich? Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Was soll ich euch sagen? Ja, stimmt, als Sozialarbeiter verdienst du jetzt nicht das große Geld. Und wenn du irgendwie denkst, dass du dick Business machen kannst, dann bist du sowieso falsch, ja? Aber warum mache ich diesen Job? Warum nehme ich in Kauf oder habe in Kauf genommen, etwas zu lernen, eine Ausbildung zu machen, zu studieren, um letzten Endes eine Tätigkeit auszuüben, wo man einfach nicht viel Anerkennung kriegt und irgendwie auch nicht viel Kohle kriegt und ja, wo alles so ein bisschen schwierig ist. Bei mir sind es auf jeden Fall mehrere Gründe. Also, das hat schon in der Kindheit angefangen. Meine Eltern haben mir schon damals gesagt, dass ich einfach irgendwie ein großes Herz habe. Da gibt es eine coole Geschichte. Ich bin einmal mit meiner Mama einkaufen gegangen und es war Sommer. Dann waren wir im Supermarkt und ich habe halt eine Packung Eis gekauft. Und es war eine ganz schön große Packung Eis und ich bin dann aus dem Supermarkt raus. Meine Mama war noch drin und ich habe auf dem Parkplatz einen obdachlosen Menschen liegen sehen. Und dann bin ich halt zu dem und hatte so eine Packung Eis in der Hand und habe die aufgerissen und habe halt gesagt: Hier, willst du ein Eis? Ich war vielleicht in der ersten oder zweiten Klasse, ich war noch richtig jung. Und habe halt mit dem Mann dann einfach mein Eis geteilt. Ne? Hab dem ein Eis gegeben, habe auch ein Eis gegessen, habe dann halt so mit dem abgegangen kurz. Und als meine Mama aus dem Supermarkt rauskam, war die natürlich total erschrocken, weil ich halt vorgelaufen bin und die sich gedacht hat, was macht denn der da? Und natürlich hat sie aus Angst reagiert, ne? Fremder Mann, das Kind ist zu nah bei dem, was geht denn da ab so? Und hat mich dann natürlich aus der Situation weggezogen. Klar, auf der einen Seite hätte sowas auch nach hinten gehen können, aber auf der anderen Seite finde ich es auch einfach cool, wie angstbefreit man war oder ich war als Kind. Das ist irgendwie, ja, offensichtlich habe ich einfach eine soziale Ader schon als Kind gehabt. Warum ich auch Sozialarbeiter geworden bin, ist natürlich auch die Schullaufbahn. Ich muss sagen, ich war einfach grottenschlecht in Mathe. Physik, Chemie, Biologie, das waren auch nicht meine Fächer und ja, grundsätzlich war Schule so ein Thema. Ich konnte einfach keine guten Leistungen bringen in der Schule. Und die Schulzeit war auch einfach eine Zeit so, die war richtig schwierig. Eine Sache war aber in der Schule auch schon immer sehr deutlich. Ich war ganz oft Schulsprecher und Klassensprecher. Und irgendwie konnte ich mir gut mit allen und auch mit den Lehrern, auch wenn ich teilweise Stress hatte mit Lehrern, aber irgendwie war ich doch immer so ein zugänglicher Typ, konnte auch oftmals Streit schlichten und so. Und so bin ich irgendwie durch meine Schullaufbahn gekommen. Auf der einen Seite total sozial engagiert und irgendwie mit guten sozialen Fähigkeiten. Auf der anderen Seite grottenschlecht in Mathe, in Physik, in Chemie. Einfach konzentrationslos des Grauens. Und da hat sich auch für mich so ein bisschen kristallisiert, so okay, ich bin eher der Typ, ich kann gut mit Menschen, ich kann gut reden, ich habe irgendwie ein Ohr für viele. Was ich halt nicht kann, ist Rechnen und Bio und Chemie und all der ganze Kram. Naturwissenschaftliche Fächer sind einfach nicht meins, musste man dann irgendwie trotzdem machen, aber ist dann auch einfach so früher oder später rausgekommen. Ja, das muss man halt auch hinnehmen, Freunde. Wir alle können halt nicht immer alles gleich gut, ja. Der eine kann besser rechnen, der andere kann besser schreiben. Ich konnte halt einfach immer irgendwie cool sein mit allen. Das war meine große Fähigkeit. Letzten Endes wurde ich deswegen, glaube ich, auch immer irgendwie gewählt zum Klassensprecher und zum Schulsprecher. Ich habe dann als Jugendlicher eine Ausbildung angefangen zum Kindergärtner. Ja, dann war ich im Kindergarten und wusste direkt, uff, das ist nichts für mich. Also mit kleinen Kindern und habe das dann aber durchgezogen, habe mein Abitur gemacht und dann stand ich halt mit Abi da und dachte mir so, was studierst du jetzt? Du bist grottenschlecht in Mathe, du hast ein Zeugnis, was jetzt auch nicht wirklich gut ist, so, was kannst du machen? Und oftmals ist ja so soziale Arbeit studieren auch für die Leute was, die so nicht genau wissen, wo es hingehen soll. Oftmals muss man dafür auch keinen guten Notendurchschnitt haben, weil die Dinge NC-frei sind. Und so war es dann auch. Und dann habe ich letzten Endes soziale Arbeit studiert. Mir ist dann im Studium aufgefallen, so wie ich es Anfang des Videos schon gesagt habe, oh Mist, okay, alles klar, hier wird man irgendwie, wenn man hier raus ist, nicht die Jobs ergattern, die richtig viel Kohle bringen. So. Und ich habe natürlich im Studium auch immer wieder gesagt, ey Mist, was mache ich? Ich habe dann für mich einfach abgewogen und habe gesagt, okay, will ich jetzt zwangsweise Geld verdienen oder will ich etwas machen, was mich glücklich macht? Und diese Frage sollte sich wirklich jeder stellen. Ich hatte dann Tage, wo ich dann irgendwelchen Jugendlichen geholfen habe, mit irgendwelchen Menschen zu tun hatte und ich war am Ende des Tages, war ich so happy damit, weil ich einfach in den Spiegel gucken konnte. Ich habe, wenn ich mich gefragt habe, ey, was hast du heute geleistet so, was hast du getan heute? Und dann konnte ich so aufzählen, ey, ich habe dem geholfen, ich habe das bewirkt, ich war mit dem da, ich habe dem geholfen, eine Ausbildung zu finden oder ich habe der Oma die Tüten nach Hause getragen oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die man halt so als Sozialarbeiter auch macht. Dann war das für mich einfach Grund genug, diese Tätigkeit auszuüben. Ja, jetzt bin ich Sozialarbeiter und mache diesen Job. Und ja, es stimmt, ich verdiene nicht massig an Geld.
auf jeden Fall. Aber ich mache was, was ich mit Herz mache, mit Liebe, mit Leidenschaft. Das ist einfach, ich fühle mich dazu berufen. Ich habe meinen Mitmenschen geholfen, ich habe mein Umfeld supportet. Ich habe den Menschen geholfen, die es einfach nicht so einfach haben. Und ich sage euch was, ich würde diese Leidenschaft, dieses Feuer niemals eintauschen gegen Geld. Weil ihr wisst ja, wie es ist, Geld kommt, Geld geht. Letzten Endes sollte man was machen, wofür man wirklich gerade stehen kann, was einen erfüllt, wo man Liebe reinstecken kann. Am Ende des Tages kann ich einfach nur sagen, Leute, macht das, worauf ihr Bock habt, macht das, was ihr wirklich liebt. Ich glaube, einfach auf lange Strecke gesehen ist etwas zu tun, nur des Geldes wegen, nicht der Sinn der Sache. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Peace.